So, herzlich willkommen zurück. Wir waren ja auf dem Weg nach da hinten, um noch ein paar Bäume zu schlagen. Also das ist jetzt immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ich möchte das jetzt auch so machen, dass ich ja, ein paar Folgen am Stück aufnehme, die dann render und dann nach und nach hochlade. Finde ich ein sehr gutes Konzept. Und wir hatten ja das letzte Mal. Ja, hatten wir es ja vom Amiga, von dem guten Amiga, der mich ja mehr oder weniger drauf gebracht hat. So, mit dem Vanilla Let's Play. Ich finde es, ich, also, ich habe ja mit dem Minecraft an für sich angefangen. Ein Arbeitskollege von mir hat mich damals drauf gebracht. An dieser Stelle sei er mal gegrüßt. Und ja, der hat mir dann gezeigt, ja, da gibt es so einen Let's Player und ich so, was ist denn ein Let's Player? Hat er mir gezeigt, ja, Gronkh. Ne, also ist ja das Vorzeigebeispiel, wenn es ums Minecraft Let's Play geht. Habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Ja, also das Spiel fand ich echt klasse. Habe ich mir das Spiel mal runtergeladen zum Test. Und habe es dann auch gleich wieder runtergeworfen, weil. Also, ich muss das jetzt mal demonstrieren. Ich war total der Noob. Ich habe so angefangen. Und habe mich gewundert, warum geht der Baum nicht kaputt? Hallo? Warum geht der Baum nicht kaputt? Ja, bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin. Halt doch mal die Taste. Ah. Draufdrücken, bis kaputt geht. Ja. Damals so mit Wiki oder so, gab es das noch nicht. Also, jedenfalls habe ich keins gesehen. Sagen wir es mal so. Ich hab ehrlich gesagt nicht danach geguckt. Aber ja, mein Gott. Und jetzt, ich liebe das Spiel. Das ist im Prinzip, also wirklich das einzige Spiel, was ich auf dem PC habe. Okay, abgesehen von den Windows-Spielen, die da normal installiert sind. Aber ansonsten, nee, kein anderes PC-Spiel. Ich habe ja, Axt kaputt. Ich hatte Anno 2070. War das 2070? Hatte ich mal angespielt. War auch sehr nett. Aber irgendwann kommst du dann an einem Punkt, oder bei mir ist es auf jeden Fall so, wo ich mir dann sage, nein, danke. Das wird mir einfach zu viel. Und bei Minecraft, ja, also, wenn du da keinen Bock hast auf irgendwas, dann lässt es einfach. Weißt du, du kannst bauen, du kannst minern gehen. Okay, minern gehen musste teilweise, um an Rohstoffe zu kommen, um dann weiterzubauen. Aber das ist, ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Bei dem, wenn wir jetzt schon bei dem, ja, bleiben wir mal bei Anno 2070. Das entwickelt man sich ja auch weiter und hin und her. Und hast du nicht gesehen, fängst mit einer Rasse an, hörst mit 50 Rassen auf, keine Ahnung was. Muss dann immer wieder neue Territorien erschließen und ja, das erforschen, Zell erforschen, jenes erforschen, damit du deine Untertanen irgendwie glücklich machen kannst und ach, Kines, also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du dann sagst, hier, es tut mir leid, aber ich habe keinen Bock mehr. Bei Minecraft ist es in meinen Augen gar nicht so. Ich weiß nicht, also Minecraft ist jetzt mittlerweile seit 2010, glaube ich, draußen. Also offiziell draußen. Habe ich jedenfalls mal so gelesen. Und, ja. Haben wir? Ja, wir haben ein paar, aber nicht viel. Ich meine jetzt Setzlinge. Ich habe eben geguckt nach den Setzlingen. Nach den Setzlingen. Ja, so viel haben wir noch nicht. Aber die können wir ja wieder einpflanzen. Ja, okay. Wieder einpflanzen, damit es wieder neue Bäume gibt. Ja, ansonsten. Also Minecraft ist für mich das perfekte Spiel. Ganz ehrlich. Gut, wenn wieder andere Leute sagen, ist ja total eckig. Und Grafik ist voll scheiße. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Es ist, ja, quadratisch. Somit ist es symmetrisch.
Symmetrie ist immer schön. Also, wer irgendwas gegen Symmetrie hat, der ist der. Ja, tut mir leid, der tickt nicht mehr ganz im Kopf. Jo. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ach ja, der Tempel. Wo war eigentlich der Tempel? Da könnte man eigentlich noch. Ja, vielleicht. Später. Erstmal noch ein bisschen Holz sammeln. Ja, das mache ich eigentlich immer so. Erstmal so ein paar Rohstoffe. Gucken, was es noch so gibt. Ich meine, wir müssen uns ja auch irgendwann mal einen Bauplatz suchen. Wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich den Plan. Ja, das ist auch so ein Grund. Das ist auch so ein Grund, warum ich jetzt Vanilla-Let's Playen will. Weil Plan. Beim Technik-Let's Play brauchst du wirklich einen Plan. So, wer mich näher kennt, weiß ganz genau, ich habe keinen Plan. Also ich renne da ab und zu mal echt wie ein Huhn ohne Kopf durch die Gegend. Und ja, hoffe auf ein paar Körner. Also, nee, ich bin nicht so derjenige, der plant. Ich meine, wenn es sein muss, dann kann ich's, ja. Aber das artet dann bei mir meistens in Stress aus. Hä? Okay. Ach ja, mhm, gut. Neues Biom und so. Müssen wir ja eigentlich kennen, ne? So, wo war jetzt, ja. Genau das meine ich mit meiner Orientierung. So, noch die Setzlinge einsammeln, die brauchen wir später. Wir müssen ja den Wald wieder aufforsten. So, also da hinten mit Sicherheit nicht. Da hinten auch nicht. War das vielleicht da hinten? Wie ich gesagt habe, ne? Planlos und so. Lass mal gucken. Ha, da. Gut. Das merken wir uns jetzt. Wie? Keine Ahnung. Naja, gehen wir erstmal noch eine Runde pennen. Ich meine, ja, wie viel Holz haben wir? Ja, doch, das sollte jetzt für eine Zeit reichen. Gehen wir mal da hinten zum Tempel. Weil ich hoffe, dass wir da Eisen kriegen, wenigstens. Ach ja. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen zum Bauen. Vielleicht finden wir ja in der Nähe noch ein Dorf. Wohl. Ja. Oh, Entschuldigung. Oh, das Blubberwasser wieder. Ja, Dorf. Das wäre jetzt natürlich das Highlight schlechthin. Ja, würde ich es ja fast mit Amiga gleich machen. So. Schwert gezückt. Ach, billiges Holzschwert. Aber ich hab. Wir haben. Hab ich? Ja, hab ich. Noch ein Holzschwert gemacht. So, komm, lauf doch mal, Junge. So viel Sand. Man könnte gerade meinen, man ist in der Wüste. Hep, hep. Das scheint wirklich ein Tempel. Ich brech ab. Ach ja. Ich brech ab. Ja, in diesem Sinne nochmal wunderschöne Grüße an Amiga. Ich habe auch einen vergrabenen Tempel gefunden. Ach, wie geil. Wie geil, wie geil. Ja. Und ich höre schon die ersten Viecher da drin. Das finde ich weniger geil. Ja, ba. Komm du mal her. Ja, danke. Nein, geht doch kaputt. So, noch jemand hier? Hallo? Hallo? Ich bin nur zu Besuch hier. Schön.
Ja. Aber ich glaube, bevor wir hier runtergehen, brauche ich noch Zeug. Vor allen Dingen, was ist das für ein Rotz? Das ist mir auch schon beim Ami. Hallo? Beim Amiga aufgefallen, dass da die Treppen irgendwie total komisch gebaut sind. So. Ja, es sieht doch schon. Ja, läuft sich doch viel besser. Nee. Immer noch nicht. Mann. Habe ich nicht schon eine gebaut? Oh ja, gut. Was? Was genau wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, ich wollte Fackeln. Ja, kann ich da nicht machen. Ah, jetzt habe ich es wieder. Wir machen uns jetzt noch einen Ofen. Können wir ja später wieder mitnehmen. Komm her. Hallo? So. Dann brutzel mal ein bisschen. In der Zeit kann man ja hier mal ein bisschen ausgraben. Nur ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob ich das Ding komplett freilegen werde oder nicht. Das ist dann auch wieder so ein Projekt. Thema Langzeit, glaube ich. Und wenn ich mir das hier so angucke, das ist ja total vergraben. Aber sowas von. Jo. Wie viel Kohle haben wir denn schon? 4 Stück. Das ist doch schon mal was. So, machen wir noch ein paar Sticks. Ja, okay, komm. Erstmal 16 Fackeln. Und damit leuchten wir jetzt mal das Ding aus. Das kriegen wir in der Folge noch hin. So, da einmal. Hier, hier, hier und hier. Oder oben vielleicht noch. So, soll man schon mal runterbuddeln? Wäre doch geil, oder? So, warte mal. Hier machen wir noch eine Fackel hin. Und da. Ach komm, hier auch noch. Das wird mir sonst zu dunkel. Ich will ja hier ein bisschen länger bleiben. Eventuell. So. Ja, es wird ein bisschen knapp. Oh, ich brauche noch ein paar Fackeln. Jo. Ja, 4 kriegen wir. Ja, hallo. 8 kriegen wir noch raus, so rum. Ey, das wird echt knapp. So. Ich glaube, nee, das kriegt das. Ja, super. Das kriegen wir in der Folge nicht mehr hin. Aber bestimmt dann zur nächsten. In dem Sinne sage ich dann erst einmal wieder. Hüpfen wir erstmal hier hoch. Hoch, 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 raus, raus, raus. Und ja, wir haben den ersten Tempel gefunden. Und das in der zweiten Folge. Ey, mega geil. So. Und bis dahin würde ich sagen, haut da rein, bleibt mir gewogen. Und Kommentare, sowieso, ne, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Daumen hoch, Daumen runter, wenn es euch gefällt. Ansonsten, wir sehen uns dann das nächste Mal da unten. Okay, bis denn. Ciao.